Was macht denn ihr da? Ich suche mein Herz. Was? Ja, ich habe 1878, als ich das erste Mal auf einem Wasser gelassen war, mein Herz verloren. Und das suche ich jetzt, weil ich es wieder brauche. Und wie sieht das Herz aus? Es ist klein, goldig, mit einem ganz feinen Nüsterli. Und in der Mitte hat es einen Rubin. Es ist an einer schönen Kette. So ist es. Und das soll euer sein? Ja, das ist meins. Nein, das ist meins. Was sagst du? Das ist deins. Nein, das ist meins. Also das müssten wir zuerst beweisen. Ja, wie soll ich dir das beweisen? Erzählt halt mal eure Story. Dann sehen wir es ja dann. Also, dann lass gut. 1878 ist in der ganzen Stadt Bern fleissig an einem Druckleitungsnetz für Trinkwasserversorgung und an einer Schwemmkanalisation gebaut worden. Und das ist so gekommen. Schon als der Herzog Berchtold von Zeringen 1191 die Stadt Bern auf der Aarehalbinsel gegründet hat, hat sie ihre heutige Gestalt bekommen. Der älteste Teil ist von der Niedeck bis zum Zeitglocken gegangen. Die Gassen sind dann schon genau so angelegt worden, wie sie heute noch laufen. Die Hausfassaden haben auf die Gassen rausgeschaut, wie heute. Und hinten raus hatte es Höfe gehabt, exakt in der Breite der Häuser. In der Mitte zwischen zwei parallelen Gassen sind die Grundstückgrenzen verlaufen. Präzise auf diesen Grenzen sind die E-Gräben ausgehoben worden. Das waren offene Gräben, wo immer ein bisschen Wasser ist durchgelaufen. In die E-Gräben haben die Leute alle Abfälle von einer damaligen Haushaltung hineingeworfen. Küchenabfälle. Der Mist von den Tieren, die sie in den Höfen hatten. Das Gesetz hat vorgeschrieben, dass der E-Graben so breit sein muss, dass sich ein jähriges Säule drin kehren könnte. Das war etwa ein Meter. Und dann ist noch alles da, sie eh gerade gedreht worden, wo die Allweg heute ins Wasser gelassen hat, runterlässt. Genau, so organisch, natürlich abbaubares Zeug, vornehm ausgedrückt. Ja, genau. Ist das alte Wort für Gesetz. Man hört es noch heute im Wort Ehe, die ist ja auch eine gesetzliche Angelegenheit. Ein extra Gesetz zu den Grundstückgrenzen hat also Breite, Tiefe und die Beschaffenheit der E-Gräben geregelt. Sie mussten auch ein minimales Gefälle haben, für das sie mit dem Stadtbachwasser, das aus 6 Quellfassungen kam, oder vom Regenwasser ausgespült werden konnten. Der Dreck durfte ja nicht bleiben liegen. Das wäre viel zu grausig gewesen und hätte zu fest gestunken. Und die E-Gräben haben den jeweiligen Hausbesitzer gehört und nicht etwa der Stadt. Und das ist bis heute so. Durch die Jahrhunderte ist die Stadt gewachsen bis zu eurem heutigen Bahnhof. Und die Gesetze für die E-Gräben sind bis zum Burgspittel auf E-Herrn eingehalten worden. Ömmel fast immer. Das Interessante an Bern ist ja der super Stadtbach, der von Westen her als Wasserversorgung durch die Hauptgasse ist geleitet worden. Dann zumal natürlich noch offen. Ein Teil der berühmten Berner Brunnen ist mit Stadtbachwasser gespissen worden. Aus anderen ist Quellwasser gekommen. Schon gerade am Anfang der Stadtgeschichte ist ein gescheites Stau- und Schleusensystem gebaut worden, für das der Bachmeister mit grossen Schieber hat können super das Stadtbachwasser zum Durchspülen in die E-Gräben umleiten. Ja, und zuletzt ist all der Dreck aus den E-Gräben in die Aare rausgespült worden. Die ist ja so schön und gebig um die Stadt herum geflossen und hat im gleichen Zug auch noch gerade die Städtmühle angetrieben, der unten am Niedeck gestalten. Aber nach 1920 war das nicht mehr schön.
Da war die Aare schon derweil grusig, dass sie Mitte 20er Jahre vom Marzili bis zur Schützenmatt einen Abwasserstau gelochen hat. Dass der Dreck eben gerade nicht mehr um die ganze Stadt herumgeschwommen ist. Ja, aber viele hundert Jahre lang ist das gut gegangen mit diesem System. Die Leute in der Stadt haben einfach gelebt und haben nicht viel Abfall vorzuschiessen. Aber dann, wo ich gelebt habe, hat es viel zu schnell viel zu viele Leute gegeben in der Stadt. Die Häuser sind etappenweise gegen hinten raus erweitert worden. Bis zuletzt sogar die Gräben überbauen und überdeckt waren. Aber unter den neuen Gebäudeteilen sind die Gräben erhalten geblieben und haben genau wie vorher, wo sie noch offen waren, als Entsorgungsgräben funktioniert. Und weil die Leute haben angefangen, ihre Plumpsklo über die Gräben zu biegeln, hat es dann an manchem Ort fein lustig ausgesehen. Wo dann noch mehr und noch mehr Leute in die Stadt kamen, hat es einen gegeben, die sogar in feuchten Kellerlöchern oder in eiskalten Dachkammern mussten hausen, die überhaupt nicht zum Wohnen gedacht waren. Mit dieser Überbevölkerung hat es natürlich dann viel mehr Haushaltabfälle und Dreck von den Abtritten gegeben. In den deckten Nähgräben hat es dann gleich Legionen von Ratten und anderen Ungeziefer gehabt. Zu dieser Zeit waren fast alle europäischen Städte überbevölkert und hatten solche miserable, ungesunde Zustände wie Bern. Da musste man sich nicht verwundern, dass ab 1830 furchtbare Krankheiten ausbrochen. Es hat in ganz Europa Cholera- und Typhus-Epidemien gegeben, wo viele, viele Menschen daran gestorben sind. Bern ist zum grossen Glück von der Cholera verschont geblieben. Aber der Typhus hat hier zwischen 1855 und 1873 dreimal gewütet. Die geschulten Leute haben schon gewusst, dass sich die Krankheiten nur wegen diesen schlimmen hygienischen Zuständen so stark verbreiten konnten. Ja, und jetzt hat es ein Riesengestürm unter den Ärzten und anderen Studierten in der Berner Stadtregierung. Die einen wollten eine regelmässige Scheissdreck-Kübel-Entsorgung einführen. Extra Stadtarbeiter hätten die Abfuhr erledigen sollen. Der Dreck wäre eher flüssig gewesen. Und sie hätten ihn als Beschütte auf den Feldern vor den Stadtmauern austun. Die anderen wollten Senkgruben unter die Plumpsklo bauen, sie absaugen, wenn sie voll gewesen wären. Und nachher den Dreck in dünns und dicks trennen und ihn entsprechend als Beschütte und Dünger verkaufen. Die Dritten wollten eine Schwemmkanalisation einrichten. Just in dieser Zeit ist nämlich in Kassel oben Quellwasser gefasst und auf dem Königsberg ein Wasserreservoir gebaut worden. Jetzt hat man Druckleitungen für das Trinkwasser bis in die Stadthäuser verlegen. So konnte die dritte Partei damit rechnen, dass dadurch der Wasserverbrauch grösser wird. Dass die Leute viel mehr würden waschen und putzen, wenn sie nicht mehr jede Kanne Wasser von den Brunnen auf den Gassen in die Häuser tragen. Zum guten Glück haben die Schwemmkanalisationsbefürworter hier gewonnen. Stell dir den Gestank und die Sauerei mit den anderen beiden Systemen vor. Und stell dir die armen Arbeiter vor, die den Dreck hätten müssen einsammeln und umkarren. Und mit diesen Einsammelsystemen wären allweg die Krankheiten erst zu Gerechtem verbreitet worden. Die Stichworte Sauberkeit, Hygiene und Gesundheit haben sich durchgesetzt. Ja, und so sind alle Ehegräben im Laufe der Jahre überdeckt und Schritt für Schritt zur unterirdischen Abwasserkanalisation umfunktioniert worden. Und wenn ich hier so umschaue, hat sich in dieser langen Zeit wieder gar nicht so viel geändert. Und du arbeitest jetzt also hier unten? Ja, beim Kanalnetzbetrieb vom städtischen Tiefbauamt. Mit meinen 17 Kollegen. Alles gute Typen. Und was genau machen ihr denn da?
Ja, da gibt es einen Haufen Bütz. Wir haben 22 Meter, Höhe von 11 Uhr wieder rein, 10 Durchmesser, Meter, 20. Bei 119,70 auf 11 Uhr wieder rein, 10 Durchmesser, 1,10 Abstich. Auf 11 Uhr kann man wieder 3 Stück, die gehen in einen rein, dann so ein rundes Rohr. Wir haben Durchmesser von 15, Abstich von 90. Bei 105 Meter und 60 kommt hier einer von 2 Uhr raus. 10 Durchmesser, 80 Abstich. Die Zahlen hier immer noch. Gerissen und ausgewaschen. Die Decke ist hier betoniert. Also, hier in der Altstadt haben wir jetzt alle 8 Kilometer von diesen gut 800-jährigen E-Gräben fertig saniert. Von so, wo gäng massenhaft Dreck ist blieben liegen oder hängen, weil das Wasser viel zu wenig Zug hatte, zu so. Wo das Wasser jetzt richtig gezogen hat und alles mag fortschreissen. Für Ratten und Kompanie gibt es hier nichts mehr zu holen. Musik 15 Jahre haben wir daran gekrampft. Und das soll jetzt für mindestens 100 Jahre haben. Da sind die Hausbesitzer sicher froh, weil nämlich die E-Gräben noch heute den Eigentümern der Häuser oben drauf gehören. Die mussten unsere Sanierungsarbeiten zahlen, obschon sie nie in den E-Graben hineingesehen. Das heisst, dass unser Chef mit allen hat reden und er hat erklären, warum die Sanierung nötig ist. Fast ganz alle waren dann einverstanden. Jetzt sind wir ja hier mit Bauen fertig, aber wir müssen natürlich permanent dazu schauen. In den E-Graben vor Altstadt. Aber natürlich auch auf dem Kanalnetz von der ganzen heutigen Gemeinde Bern. Den grossen Teil dieser Bütz machen wir selber. Den Rest geben wir raus. Zum Beispiel machen auch private Firmen die Reinigung der Kanalisationen. Das macht man mit einem kombinierten Spül- und Saugwagen. Die Rotationsdüse bewegt sich mit Wasserdruck durch die Kanalisation vorwärts. Das spritzt und putzt wie ein Moor. Beim Zurückziehen stößt die Düse näher die abgewaschenen Ablagerungen bis zum Saugschlauch von dem Gamion zurück. So wird das Material, Wasser inklusive Dreck, bis in Gamion befördert. Der drin hat ein Recycling-System. Darum kann man mit dem gleichen Wasser mehrere Mal putzen. Die Feststoffe, die im Gamion innen bleiben, muss man näher in einer Abfalldeponie fachgerecht entsorgen. Ich arbeite als Kontrolleur von diesem ganzen System. Das ist eine der wichtigsten Arbeiten im Kanalnetzbetrieb. Nur dank meiner Bütz können die Kollegen das Erhaltungsmanagement machen. Ich muss alles ganz genau abfilmen,
für dass sie nachher ihre Bude unten sehen, ob irgendwo etwas nicht in Ordnung ist. Ob es vielleicht eine undichte Stelle gibt oder ob an einem Ort eine Wurzel reinwächst. Dann muss ich auch noch in die Zuflussrohre aus den Häusern hineinschauen. Der kann es eben auch Verstopfungen oder Verkalkungen geben. Da oben auf der Gasse steht mein Kontrollfahrzeug. Der Kollege, der drin sieht live, was ich filme. Er zeichnet meine Bilder mit diesen vielen automatisch mitgelieferten wichtigen technischen Daten auf. Und im Büro unten bei Neubrück schauen die Kollegen Fachleute die schadhaften Stellen nochmal genau an und machen dann ein exaktes Protokoll. Und das wird dann samt den Bildern aufgespeichert. Wenn jetzt irgendwo in einem engen Rohr etwas nicht in Ordnung ist, gehen spezielle Arbeitsroboter rein und reparieren die Schäden. Bei einem Rohrdurchmesser grösser als 1 Meter machen das meine Kollegen selber. Nur bei ganz starken Beschädigungen wird die Strasse aufgeschrissen und die Kanalisation in einer offenen Baugrube ersetzt. Seit 1981 werden jährlich 10% vom gesamten Berner Kanalnetz mit Hochdruck gereinigt. Und nachher zeichnen wir wieder alles frisch putzte mit dem Kanal-TV auf. Das sind also im Jahr ungefähr 40 Kilometer. Wir haben auf dem ganzen Stadtgebiet ca. 8000 Kontrollschächte, wo wir in die heute fast 330 Kanalkilometer einsteigen können. Meine Kollegen räumen täglich Schutt und Dreck fort und schütteln die Ringe über die blöden Leute, wo weiss der Teufel nicht was alles für unglaubliches Zeug scheisse ablösen und unsere Kanalisationsanlagen verstopfen. Spätestens in der Aare unter bei Neubrück gibt es dann einen riesen Puff wegen diesem Kabis. Seht ihr, das Plakat hier haben wir zum Beispiel mal gemacht, weil es halt gang wieder vorkommt. Die ARA ist seit 1967 in Betrieb. ARA heisst Abwasser Reinigungsanlage Region Bern AG. Dort gibt es nach verschiedenen Reinigungsprozessen auf der einen Seite wieder sauberes Wasser, das in die ARA fliessen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aus den rausgelösten festen Bestandteilen ein Granulat, die als Brennmaterial für Industrieöfen verkauft werden kann. Die Zeiten, wo man die Rückstände als Dünger brauchen konnte, sind Rinderwahnsinn und anderem gefährlichem Zeug vorbei. Überhaupt nicht mehr früher. Jetzt haben wir einen Schneider in den Himmel gelüpft und dürfen uns etwas wünschen. Und was ist jetzt mit meinem Herz? Das weiss ich auch nicht. Aber du hast doch vorhin gesagt, es sei deins. Ja, das habe ich denke, auch gerne gemeint. Ich habe das Herz einmal im Dreck gefunden. Wunderschön liegt es auf einem Simsli. Niemand hat es je gesehen. Und ich habe es natürlich auch nie gefilmt. Es ist mein Geheimnis. Und jedes Mal, wenn ich hier arbeite, kann ich es schauen und habe Freude an ihm. Ja, ich habe auch gerne so Freude an ihm. Es ist eine ganz besondere Erinnerung. Und es fehlt mir halt jeden Tag. Wenn ich euch gehen reichen und euch mitgebe, könntet ihr dann etwa mal wieder einmal zu mir hier singen? Ja, denke mir nicht das, wenn du das wettest. Also halt. Oh,
Mhm.